Eine geile Hintergrundbeleuchtung gibt es hier auch. Die haben hier irgendwo so ein Farbwandler-Dings aufgestellt. Ja, das hat was. Hat echt was hier mit der Beleuchtung. Ah, da sind sogar mehrere. Da unten steht einer. Da stehen noch Beleuchtungen. Geile Sache. Oh, ich kann nirgends hingehen, ohne dass der Björn hier irgendwo rumhängt. Aber ich glaube, da hocke ich mich jetzt mal dazu. Weil der Bernd hier so alleine sonst rumsitzt. Ja, der Björn ist bei mir. Ja, ausnahmsweise mal. Ja, der Topf, der brodelt vor sich hin. Ja, der brodelt. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Nach dem Gemüse. Björn, wolltest du nicht das Gemüse machen? Wieso hast du die oben im Stich gelassen? Weil ich dem René da vertraue und wir haben das abgegeben. Damit auch ein paar andere Leute mal was machen. Oh, unser Gemüse ist soweit fertig. Ich komme hier jetzt gleich einfach mal eine Ladung ins Gesicht. Zum Probieren, bevor ich mir einen Teller schnapp. So, Gewürz mit Bacon Goodness. Ja, super, kindische Freude, wirklich gut. Oder diebische Freude. Das kann auch noch was machen. Oh, ich fühle mich schon viel besser. Ich schnapp mal jetzt eine ordentliche Ladung Gemüse. Da drüben kommen schon die Burn-Ends. Der Bernd kommt. Und die ich jetzt aber verschmäh, weil ich brauche jetzt wirklich nur Gemüse. Machst du mal auf, dass ich das noch ins Video reinkriege auf die Schnelle? Sollte man mit Handschuhen machen, wenn man sie schon in der Hand hat. Oh je. Yeah. Aber Leute, gut ausschauen tut's. Kann man echt nicht sagen. Probiert haben sie schon und für gut befunden. Jawohl. So Freunde, Sonntagmorgen, Frühstück hier ist im vollen Gange. Schmeckt? Ja. Da tut, da vorne wird aber Kachelfleisch gegrillt. Lecker Fleisch. Lecker Fleisch. Da brauchst nicht so giftige Semmel essen. Habt ihr das gesehen? Macht das nochmal. Die Mädels heutzutage. Kann man nichts machen, aber jetzt schauen wir mal, was da vorne noch abgeht. Ja, Bernd, guten Morgen. Guten Morgen, Micha. Du bist ja auch schon wieder hier fleißig. Auf jeden Fall. Mit lecker Kachelfleisch. Mit ein bisschen Kachelfleisch, haben wir gestern Abend schon eingelegt. Das Ganze ist dann mit so einem kleinen bisschen Zimt, so ein bisschen für die Damen. Ein Barbecue-Rub, ziemlich leckere Geschichte. Gut, ja, da werde ich mal nachher auf alle Fälle auch noch mal was reinhauen, auch wenn ich schon leckere Rühreier gehabt habe heute. Na, Papp, das sind wir doch schon. Ja, noch so ein kleiner Überblick über die Frühstückstafel heute. Das sind besagte Rühreier. Hat's auch gemacht. Was? Jo. Ich bin auch wegen dir. Das ist doch eine Kamera und kein Wasser. Haut's rein, Kinder! Du hast eine abschreckende Wirkung, Mädels. Kleines Update noch. Ich hab Gummimatten, die reichen. Die Kabelbrücken sind nämlich mehr auftragend. Kleines Update noch, ich habe ja gestern gesagt, da mit dieser Baumbeleuchtung, die gehört gar nicht hier zum Haus. Er hat's mitgebracht. Ja. Geil. Einfach nur geil. Solche Leute auf dem Event, dann kann es bloß gut werden, glücken, genial. Einfach geil. Du bist nächstes Jahr auch wieder dabei? Ich bin dabei. Wunderbar. Wir sind dabei. Ja! Oh, jetzt haben wir schon wieder einen leckeren Gang. Das sind die leckeren Chicken Wings vom Beef. In dem Fall Ring oder Keule? In dem Fall Drumsticks. Ja, ein Drumstick. Drum. Da schnappe ich mir jetzt auch was. Sieht man mich hier überhaupt? Ich sehe nichts auf dem Display. Sehen die nicht lecker aus? Das liege ich jetzt Yummy.
Da kommen ja noch mehr drauf, oder? Ich produziere jetzt am laufenden Band nach. Okay, dann. Ich habe noch eine Fritteuse, wo nur vier Stück reinpassen. Deswegen habe ich jetzt erstmal. Okay, dann stelle ich mich jetzt erstmal hinten an. Lasst es euch schmecken. Danke. Die ersten haben sich schon verabschiedet. Mal gucken, ob wir sie noch beim Davonfahren erwischen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh je. Yeah, ich schnapp mir jetzt auch so eine Chickenkeule hier und lass mir die jetzt auch noch schmecken. Danke. Sind die Nächsten am Aufbrechen? Ich danke euch, dass ihr da wart. Keine Ursache. Wir sehen uns. Genau. Tschaikowski. Jetzt seid ihr so weit auseinander, stellt euch zusammen. Komm, tschüss. Ja, meine letzten Gasse. Nee, welcher Tag war das? Tag 8. Tag 8 auf der Deutschlandtour. Brandenburg. Deutschlandtour war das. Ja, aber jo. Brandenburg. Okay, Leute. In Brandenburg. Wir sehen uns. Ciao. Wolltest du noch eine Wegsachen mitnehmen? Nein. Bernd, wir sehen uns in Frankfurt. Du auch schon ab? Ja, aber ich verabschiede mich bei dir erst zum Schluss. Bitte? Ich verabschiede mich erst bei dir zum Schluss. Okay, weil ich wollte jetzt fast fragen, ob du eine Wegsachen willst, aber das ist meine. So, jetzt ist sie, glaube ich, abgekühlt halbwegs. Ich denke mal, das wird geil. Lecker. Lecker, 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 lecker. So Leute, ich habe jetzt unser Auto und den Hänger auch schon vollgepackt. Die meisten haben sich schon verdrückt. Auf einmal war allgemeine Aufbruchsstimmung. Wie spät haben wir es eigentlich, Leute? Wir haben jetzt 4 Minuten vor 3. 4 Minuten vor 3. Eigentlich hätten wir jetzt noch einen schönen, leckeren Gang mit Flanksteak geplant gehabt. Ja, da hätten wir nur noch gucken müssen, die Wanderer. Ich höre bloß hier mi. Naja, okay, wer fährt jetzt? Gerrit? Micha, war super. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Gut. Thorsten? Micha? Von Beef and Meef, wie es der böse Dirk sagen würde. Genau, war ein mega geiles Event. Und ich sag euch, wenn 2.0 stattfindet, meldet euch an. Ja. Wunderbar. Du haust auch ab. Ja, der Soccer-Fan auch. Den wollen wir heute nicht mehr sehen. Ja, komm her. Alles klar, war schön, dass du auch da warst. War sehr geil. Und wie Thorsten schon gesagt hat, 2.0 anmelden. Ja. Geil hier. Okay, Leute. Also Professor Taste fährt natürlich auch irgendwann an. Wenn ja, jetzt irgendwann. Aber wir machen nachher eh noch eine Ansage, Endansage. Schlusskundgebung. Schlusskundgebung. Wir sind nicht mehr hier dazu gekommen, weil weg waren sie alle. Egal, machen wir hier jetzt noch gleich im Video. Freunde, jetzt sind nur noch ganz wenige Leute da. Und ich gönne mir jetzt erstmal einen ordentlichen Eiskaffee. Ja, mein Percolator-Kaffee ist kalt geworden. Da passt das Eis noch wunderbar hinein. Weil wir wollen ja hier nichts übrig haben. Gemacht. Hast du auch noch ein Eis? Ja. Da ist sie. Leute, jetzt mach mal was ich eigentlich gar nicht sonst mache. Wir befragen mal die Kleinsten, wo mit dabei waren. Wie hat's dir hier gefallen? Gut. Gut, kommst du auch wieder mit? Ja. Jawohl, geile Sache. Wer steht da hinter mir? Ah, ja gut. Die kommt mit Sicherheit wieder mit. Ja. Hat ja bloß 30 Kilometer Anfahrt mit ihrem Daddy. Ey. Ja. Und befummelt mich hier dauernd. Lässt du meine Haare in Ruhe? Nee. Zappalot, ich muss hier aufhören, ich muss jemanden kitzeln. So Leute, Abschlussszene, absolute Abschlussszene. Obwohl, vielleicht melde ich mich doch nochmal. Professor, ich danke dir recht sakrisch. Im Übrigen läuft da drüben vom Prof die Cam mit. Also auch, hallo, liebe Natural Born Grillers. Genau, damit wir beide Camps einmal reingeschaut haben. Genau. Ich habe mein Stativ schon im Auto. Und ich mache da um Himmels willen den Kofferraum vor der Holm nicht mehr auf. Kann ich verstehen. Ja. Ich muss sagen, ein absolut gelungenes Wochenende. Jetzt fange ich doch noch mit dem Stottern an. Wir machen einfach weiter. Wir fangen erstmal an, wir hatten sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter. Kein Regen, also wirklich toller Sonnenschein und immer so 23, 24 Grad. Das war gut. Wir konnten also bis spät abends hier auch noch draußen sitzen.
Das war schon mal richtig klasse. Dann hatten wir natürlich ganz, ganz tolle Teilnehmer da. Ohne die wäre es nicht so gut gewesen, weil die haben toll mitgearbeitet. Wir mussten nie irgendwie einen Gang alleine vorbereiten. Sofort, wenn man sagt, ich mache das, waren immer fleißige Helfer, Schnippler zur Hand, die das gemacht haben. Dann natürlich einen speziellen Dank noch an unseren Herbergsvater Alex, yep, plus sein Team, von deren ich jetzt leider nicht alle Namen weiß, aber ganz, ganz lieb gegrüßt. Ohne deren Backoffice-Maßnahmen in der Küche, die haben mich pausenlos gespült. Es waren aber auch Teilnehmer, wo mitgespült und haben. Und auch Teilnehmer. Es war Wahnsinn, also es ist wirklich von selber gelaufen. Brutal geil. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also absolut Hut ab. Ich hätte ihn jetzt noch aus dem Auto rausgeholt, aber der liegt auch im Kofferraum. Und du hattest den dieses Wochenende gar nicht auf. Ich habe dich mit nicht gesehen. Ja, das ist... Ich war aber irgendwie im Stress. Ja, genau. Aber warum eigentlich? Weil wir jetzt gerade gesagt, die Teilnehmer hätten so gut mitgearbeitet. Ja, ich weiß es selber nicht. Ich bin nur noch hin und her gesprungen. Aber es war geil. Es war sowas von geil. Ja, und die Zeit ist vergangen wie im Flug. Also mir ist es, als wäre es noch am Freitag, dass wir hier gewesen sind. Jetzt ist es klatscht zwei Nächte später. Also ich denke, GMF 2.0 ist auf jeden Fall es ist gesichert. Das findet definitiv auf jeden Fall wieder statt. Ja. Und ich kann nur sagen, danke, dass wir das zusammen durchgezogen haben, zusammen veranstalten durften. Und was ich auch sagen kann, ist, meldet euch an nächstes Jahr. Ihr habt meines Erachtens wirklich was verpasst. Und wir haben gesagt, dieses Jahr lernen wir laufen. Und nächstes Jahr versuchen wir mal mit Joggen übertragen. Wir wissen, wo wir noch ein bisschen besser werden können. Das heißt, das GMF 2.0, das wird nochmal eine Kante besser. Und das können wir heute schon sagen, ja, als es dieses Jahr war. Das heißt, nochmal ein Grund mehr mitzumachen. Und jetzt frage ich einfach mal die Teilnehmer, wie fandet ihr es? Super! Geil, oder? Ja, und schöner könnte man fast nicht hin, oder? Genau. Herr Junkie, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Entgegengebrachte Vertrauen. Es war ein Fest. Jederzeit ein Seminar mit Ihnen wieder. Gut, Seminar war es nicht direkt. Es war einfach ein lustiges, geiles Beisammensein. Zusammen grillen, einfach alles zusammen machen. Ein Grillen mit Freunden. Also. Genau, ja? Genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, absolut. Und wie gesagt, nochmal Dankeschön an Alex und sein Team. Das war eine große Arbeit, die geleistet haben. Ja. Weil die haben nämlich erst nachts um 1 Uhr quasi das Spülen und ihr Backoffice eingestellt und die haben ab 6, 7 haben die schon wieder in der Küche gestanden und gemacht und das ist wirklich mein tiefsten Respekt. Okay Leute, das war's jetzt vom GMF. Wie gesagt, vielleicht daheim noch eine kurze Szene, aber ich kann es nicht versprechen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle aus diesem Video oder Videos. Ich denke, das wird bei mir ein Mehrteiler werden. Alles klar. Ciao. Liebe Natural Born Grillers, danke fürs Zuschauen. Bei mir wird es eine Zusammenfassung davon geben und die endet hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. 10 Uhr daheim, am Ausladen noch. Schluss aus, vorbei. Ich bin mauskaputt.